Hallo YouTube, ArtsNens hier. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ein Let's Play. Ich stehe gerade 3-2 im Crisis Core Cup diesen Monat und darf jetzt gegen Wu spielen. Grüß dich. Grüße, Grüße. Wie stehst du aktuell? Leider erst 2-4. 2-4, oh, okay. Wir haben uns für Ignis entschieden, weil das ist flüssiger, ne? Hoffentlich läuft es auch gut durch. Und dann würde ich sagen, wenn du bereit bist, ich bin bereit. Und legen wir los. Jo. Wu, ich freue mich. Oh, du darfst entscheiden. Ich fange immer an. Du fängst immer an. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben Tai, Tritai, als Kommentator immer noch mit dabei, oder? Nein, nicht wirklich kommentieren. Ich meine, ihr spielt ja gerade weiter, deswegen macht es keinen Sinn zu kommentieren eigentlich. Okay. Ja, das stimmt natürlich. So. Hey, jetzt muss ich überlegen. Das wird ein bisschen schwieriger. Wu muss überlegen. Fängt er direkt an mit einer Anaconda? Ah ne, da kommt direkt Dragoon. Den habe ich auch noch nie gegen mich gesehen. Warte, jetzt muss ich erstmal lesen. Der ist gut. Okay, alles klar. Meine Damen und Herren, Titelgärtner hier. Erst diese Dogmatikas von Tjark, dann diese Virtual World von Chris und jetzt das. Kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Und kann nicht gezielt werden. Aha. Dann kannst du Monster zuschneiden in deiner Mainphase, okay. Und dann kriege ich den Schaden wie die Attika, okay. Und ich darf einmal wozu eine gerade negieren und zerstören. Indem er eine Karte zu Kosten abwirft. No. Okay, auch in meinem Zug. Auch in deinem Zug. Okay. Okay, das ist hart. Spielt er schon? Ja. Bei Ignis oder? Ich glaube. Oder Dueling Book. So. Sind Ignis. Wir sind jetzt in meinem Zug, ne? Oh, du bist dran. Warum kann ich den nicht. Ich ruf dich an, ja? Warum kann ich den nicht aktivieren? Achso, ich kann den ja. Livestream. Da war ja irgendwas. Ich kann den nicht ziehen. Ja. Ah, okay. Ziehen, oh, das ist ja hart. Das ist ja richtig hart. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir mal damit an. Das ist jetzt unerwartet. Aha. Aha. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht erzielen und der ist einfach mal mit 3000 richtig stark, Mann. Wie kriege ich den weg? Wie war das? Du kannst eine Karte abwerfen und was negieren. Oh. Das ist richtig hart, Mann. Ja, ich denke mal, ich nehme die Ratte. Classic. Die würde ich auch normal Effekt. Will er gleich. Banisht er auch? Okay. Ach, und dann kriegt okay. Dann kriegt er auch die Attika dazu. Ey, das ist ja. Kriegt 1000. Ach ja. Ach ja, da unten steht's noch. Das ist ja ein Monster. Ein richtig großes Monster. Dann du. Oh je, shit. Oha, okay. Bessere Züge, da hast du recht. Naja, das ist Zodiac halt, ne? Normal Sum Go. Ja. Und jetzt kommst du wirklich mit den Phantom Knights. Oh Gott, die haben eine neue Secret bekommen, ne? Die ist gut, irgendwie. Torn Scales, ja. Da bin ich ja mal gespannt. 25 Euro bei Katzenjens Market. Und wenn er negiert? Der Einkauf. Ach, der behält die, der Angriff? Behält die, ja. Es wird immer besser. Was? Das ist hart. Was ist denn das für einer? Alter, oh nee. Großer Junge, ja. Wu, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen mit dem Side-Deck. Ich hoffe, ich habe Kaijus da drin. Okay, ja, stimmt. Dragoon, ah. Hattest du in deinem Case eigentlich einen drin, was wir aufgemacht haben für dich? Ja, einer war drin. Sogar Tatsache. Ich hatte einen Dragoon und zwei Maskarenas. Okay. Klingt gut. Das ist jetzt der neue? Nee, ist ein anderer. Aber auch neu. Auch ein neuer, aber ein anderer, ja.
beiden. Zum Standard. Okay. Ich glaube, den kennst du noch. Ja, ja. Aber wie war das, wenn der dann selber kaputt ging, dann konnten zwei wiederkommen, die Stufe 4 werden oder so, ne? Sub, genau. Hm. Möchte ich deine verdeckte Forsten? Naja, dann bleibt der mal lieber auf dem Feld. Das muss ich überlegen. Ach stimmt, du kannst ja mit Dragoon wieder. Dann geht er auf 5000, dann ist er schon mal. Ja, dann bin ich gleich tot. Nein! Ich glaube, du bist dann wirklich tot. Nein! Wu, tu mir das nicht an. Das kannst du nicht machen. Sorry, Jens. Das ist die Rache für letztes Mal. Ja, ich glaube auch. Dragoon ist echt gut. Jetzt weiß ich, warum so viele Leute nicht wollten, dass der kommt. Naja, den Wu darfst du nie unterschätzen, auch wenn er 2-4 steht. Manchmal ist der knallhart dabei. Das ist halt knapp immer gewesen. Kann ich auch nichts für dann. Die ich halt verloren habe, knapp, aber. Naja, zum. So, der ist alt. Die konntest du banishen und dann was rein. Nee, adden, ne? Ja. To hand, ja. Mobbelt habe ich. Ja. Okay, was ist das jetzt? Das ist ja Kritikel, ne? Der große, der teure, ja. Was sagt denn der Log? Was sagt denn der? Jetzt bin ich wieder weg. Aber mach ruhig weiter, ich kann gerade nichts machen. Okay, alles klar. Ja, ich wollte nur lesen nebenbei. Ah, das hört sich eher an, als ob das deine Normals haben wir. Ja, ich hab die Normals haben wir durch. Ja. Schon. Überlegen kurz. Na gut. Ich rufe auch einen neuen Drachen. Mhm. Der Wuder spielt ja hier ein neues Deck. Ihr seid alle krass, ey. Dass ihr da die Zeit hattet, euch damit zu beschäftigen. Hast du das jetzt die ganzen Spiele gespielt oder was ist dein zweites Deck? Zweites Deck ist Dogma im Vogt. Okay, und ich war so safe, dass du Dino spielst, ey. Nee. Dinos. Ich wollte mal was Neues testen. Oh, war das schon deine fünfte Sum? Raiders Knight. Das war meine fünfte Sum. So, der Dragoon kann nur einmal negieren. Na, ich denke mal, dann könnte ich jetzt mal dich doch noch ein bisschen ärgern. Hm. Okay. Hast du die Bier auf der Hand, ne? Ja, ich denke mal, das mache ich jetzt mal am liebsten, bevor ich hier tot bin. So, und am besten in Defense. Obwohl, ich hätte meinen... Oh Gott. Ich hätte meinen Angriff machen sollen, oder? Einmal gucken, was noch kommt. Oh, da bin ich noch gespannt, was ich noch raushauen kann. Muss überlegen. Oh, Dragoon ist erstmal weg. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Und. Das ist auf jeden Fall schon mal gut für dich, auf jeden Fall. Ja. Aus der Hand beschwören. Mhm. Der hat nur 600. Ja. Aber die Phantom Knights, weißt du ja, die sind nicht stark, weil die gut sind, sondern... So, kannst du abwerfen und dann kannst du ja was im Friedhof packen und der specialt einen aus dem... Oder? Ja, der darf. Ach, der addet nochmal. Genau.
Oh, Wu, was machst du hier? Ach, die darfst du dann auch noch aktivieren, ne? Aber dann hast du einen Vierer, Dreier. Na gut, kommst du auf den Link 3 dann. Maximal. Kurz gucken. Ich spiele es ein bisschen anders. Ich hoffe, ich mache keinen Fehler gerade. Okay, jetzt bin ich gerade verwirrt, warum ich keinen rufen kann. Weil die Falle, glaube ich, was sagt, oder? Nee, die sagt nichts, aber irgendeiner muss ja jetzt dir verbieten, dass du was anderes spielen kannst, oder? Ah ja, jetzt weiß ich, wer das Problem ist. Nibiru, weil er kein Effektmonster ist, sondern nur ein Token. Nee, eigentlich hatte ich vor, die soll es. Du kommst echt nicht dran vorbei. Oh, ist das herrlich. Nee. Oh, ist das. Das ist. Ich lebe noch. Ja, dann würde ich sagen. Was passiert, wenn man halt neue Decks ausprobiert? Ja, ich kenn's. Normal Sum. Effekt, weil ich noch eine Karte ziehen will. Ja, wie noch einen ab? So. Wie regeln wir das am besten? Ich glaube, der geht erstmal in Angriff. Schon mal nicht verkehrt. So, ich könnte mit Trident den Token schießen. Aber tot kriege ich dich nicht. Einfach nur... Bringt's hier irgendwas? Wie war denn das mit Check and Nine? Die Monster, die wiederkommen, dürfen die angreifen? Ich glaube für den Zug nicht. Wo steht's? Zwei Turn, Detach One. Da, Special Sum. Negated cannot be used as material. Nee, darf angreifen. Okay. Ja, cool. Ich denke mal, da würde ich erstmal einen Hammer Kong drauflegen. Ist klar. So. Dann kommt die Check-In ein. Wenn Tai uns noch zuguckt, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, Tai. Aber ich mache jetzt einfach mal was. So, Activate. Weg mit dem, der macht keinen Angriff. Hole ich am besten den wieder, weil der könnte ein bisschen Beatdown bauen. Ramram wäre besser, weil dann wäre ich auf den Klops gekommen mit 4000. Die Combo kenne ich mittlerweile. Nicht schlecht, okay. Da ist Tai sehr stolz auf dich. Ja, ich glaube schon. Ja, dann holen wir einfach mal noch so einen Tiger Mordor drauf. Und dann kommt der Trident. Ja, ich weiß, ich könnte auch auf Zeus gehen, aber sehe ich noch nicht kommen, dass Zeus jetzt notwendig wäre. So, dann packen wir mal eine weg und schießen den Token. Der stört vielleicht noch ein bisschen. Und dann würde ich sagen, der kann ja jetzt nichts mehr, der ne Tornskills, ne. Trufft er? Dann trufft er. Und dann der direkt. Okay. So, Main 2. Setze ich noch eine. Guck mal in Friedhof. So, den Zeus hole ich nicht, ich habe Feldpräsenz, das wäre dumm. Ne, komm, mach mal. Das sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus. Ich hatte schon Angst, ich habe verloren. Ah, ich hätte es auch ein bisschen geschmissen, gebe ich zu. So, und der sucht jetzt wieder ein Monster, ne? Der sucht eine Phantom Knight-Karte. Ja. Ah, ich glaube, da machen wir mal die Ash. Okay, das war zu viel. Oh, gibst du auf? Okay. Ja, das war zu viel. Puh, jetzt boarden wir. Okay. So, jetzt muss ich den mal lesen, ob der... Ja, beide nicht gut gespielt. Aber ich habe gewonnen, Teil. Throat, Alter, Mann. Ich habe gewonnen. Also, du hast Game 1 gefloat und jetzt hat Game 1 noch mehr gefloat, eigentlich. Hätte er. Aber er hat doch zum Glück alles gehabt. Jens, ich hatte... Ich hab's gefloat. So, den Dragoon kann gesagt, ich weder ziehen noch zerstören. Wenn du Nomis haben machst, aktiviere nicht den Effekt. Was machst du? Du aktivierst den Effekt. Na, ich wollte den Dragoon rauslocken. Ja, das war schlecht, ich geb's zu. Ich glaube, die brauche ich nicht gegen dich. Die könnten gut sein. Die. Ich glaube, die brauche ich auch nicht. So. Ist die
Ja gut, nee, ich glaube nicht. Die brauche ich auch nicht, die auch nicht. Das auch nicht. Ja, also könnt ihr was lassen. Da habe ich jetzt auf jeden Fall ein paar Antworten gegen Dragon. Complete. Okay, fang ich wieder an. Dann starte ich damit. Mhm. Also frech kommt hier rein, sagt, wir sind schlecht und geht wieder. Ja, die Seite geht klar. Es kommt davon, wenn du ihn so ja. Bemütterst, wenn du ihn anstellst. Stimmt, die Phantom Knights sind Krieger. Ich habe gerade überlegt, wo ist denn der zweite Krieger jetzt für die Seite gewesen? Black Luster Soldier, ach du meine Güte. Den kannst du diese Runde nicht beschwören, ne? Ja, hast ein Backup für nächste Runde, alles klar. Richtig. Was ist das denn? Jetzt kommt der hier noch mit Infernoble Knight an. Was? No. Ich geh krachen. Das ist mal super special. Okay. Ja? Angst vor Nibiru? Ein bisschen. Ich weiß nicht. Hau ich den jetzt einfach drauf? Aber du hast doch. Deine Normal Sum war der Dreier, ne? Ja. Dann wird die Normal Sum weg. Ja, wie viel kannst du extenden? Das ist eine gute Frage. Ich lass dich mal weitermachen. Jo, okay. Und jetzt kommt Linkross. Okay. Wenn ich jetzt eine Biro mache, dann würdest du die Token danach bekommen. Also machen wir das eher auf die Tokens. Okay. Aber nur ein Token? Ich brauch mal. Ich mache mal. Let's go. Oh, angreifen darfst du eh nicht, also ist ein Def okay. Ich Minito. Ja, eine Token gefällt mir, da kommt auch eine, so mal ein Zodiac alleine durch. Ja, stimmt. Aber ich kann auch weitermachen. Okay. Jetzt kommt die Extender, oh weia. Richtig. Die Hand. Dann brauche ich. Mhm. Oh, DDR ist auch sehr gut in dem Deck. Unglaublich gut. Überlegen. Der Wu. Wenn du mir am Ende wieder so einen Dragon hinlegst, ich sag's dir. Ah, AO. Mal reingucken. Was hast du gewählt? Handkarten? Handkarten. Okay, ja, die Hand ist gut, oder? Da sieht ja mein Kaiju. Talents sind so gut. Die habe ich Tai auch gezeigt. Habe die Ash weggenommen. Das war herrlich. Ja, natürlich der Kaiju. Dann kommt bestimmt der Dragoon auch noch raus. Ey. Nein. Ja. Dragoon kommt noch raus. Nein, Wu, tu mir das nicht an. Na klar. Und dann meinen schönen Token mit sowas verschwenden. Na, mal schauen, was du am Ende rausholst. Ich werde mich wahrscheinlich ärgern, den Nibiru so früh geworfen zu haben. Da kannst du ja nicht wissen, das ist halt. Ja, klar. Schwierig. Aber bei 4 oder 5 Handkarten sollte man vielleicht doch ein bisschen anders spielen. Das.
Oh, jetzt gibt's Schaden für mich, wa? Au. Genau. Jetzt hätte ich noch eine. Dann gebe ich euch mal ab. Und jetzt hat er auch noch einen Order. Na toll. So. Tai hat gesagt, ich soll zuerst immer den Topf zünden. Topf immer zuerst, ne? Auf jeden Fall nicht verkehrt. Aber wahrscheinlich in dem Fall nicht, weil du meine Handkarten gekannt hast. Okay. Ich will auch gleich negieren. Die Anaconda kann nichts weiter, ne? Nee. Tschüss. Dann kann ich doch jetzt eigentlich den Special. No. Und dann sagen Effekt. Gebe ich dem hier auf die Hand. Und tschüss. Und dann ist er weg. Oh, geil. Und ich kann ihn wieder specialen. Aber den zweiten Effekt nicht nochmal machen. Und er kann nicht direkt angreifen. Ich hau ihn einfach raus, weil das ist doch mal ein schöner Beatstick. Okay? So. Dann ist die Frage jetzt. Aktivieren wir Tanky und machen Action. Warum eigentlich nicht, ja? Was ist das? Ah, nein! Okay. Na, dann greifen wir so mal an. So, Mainphase 2, lass mich mal in deinen Friedhof gucken, was du so hast. Du kannst den Turnscales im Friedhof noch aktivieren, oder? Ja, ich kann alle drei. Tja, die Frage ist, welcher von den ist am besten? Da suchst du eine Zauberfalle, da ein Monster? Ja, eine Karte. Der eine sucht Zauberfallen, Phantom Knight Karte und der andere sucht die Phantomritterkarte. Ich glaube, dann nehme ich dir den weg. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Geht so. Chain Effect. Weil ein Phantom Knight verbannt wurde, darf ich nicht. Ich hab's falsch gelesen. Ich dachte, du musst eine banishen, damit der Special kommt. Ach, dämlich. Ja gut, dann habe ich dir gerade. Naja gut, alles klar. Na ja, gut, ansonsten hättest du den Effekt aktiviert. Dann wäre er so gekommen, oder hätte ich die Didikor auf den dritten machen können. Ja, die Didikor war wahrscheinlich zu früh geworfen. Alpha war Dings, oder? Alpha? Der, der geht nur in meiner Runde, glaube ich. Ist es nicht? Kann sein? Nee, also. Nur in deinem Zug, ne? Genau, ich hätte jetzt auch nichts aktivieren können gerade. Genau. Okay. Geht nur in meinem. Oh verdammt, ich sehe gerade. Ich trinke schon wieder mein alkoholfreies Feierabendbier vor der Kamera. so bin ich halt. Man muss aufpassen, dass nicht Chris später zuguckt und dich ermahnt. Ja. War ein langer Tag. Ich bin schon wieder seit um 8 Uhr im Büro. Jetzt haben wir es gleich 18 Uhr. Da darf man ruhig mal ein alkoholfreies Bier trinken. So, jetzt hast du einen Breaksword. Der ist gut. Oh, ich muss topdecken, ey. Ich muss richtig topdecken. Das überlebst du leider nicht mehr. Ich hab, du weißt nicht, was ich auf der Hand habe. Was? Ja, der BES stimmt. Ah, nein. Ja, und das sind locker 5000. Ah nein, wo tu mir das nicht an. Hast du denn ein Leid? Ich guck mal im Friedhof das an. Ach ja, Wailer wäre ein Leid. Ist die Säule auch Leid? Ja, alles klar. Ja, dann geh mal ins dritte. Okay, das kann. Weil ich denke mal, du kriegst jetzt irgendeinen Rang 4 oder so hin, ne? Ja, das. Oh, was machen wir denn da? Safe-Grenzen, dass du Infernoid spielst, ey. Ja, wollte ich zuerst auch, aber ich dachte, nee, komm, wir zeigen den Leuten mal noch Zodiac, weil ich die anderen Runden nicht aufnehmen konnte. Und
Ja. Aber ich verliere schon wieder damit. Ah ja, mal schauen. So, will ich jetzt first gehen oder sage ich, das ist eigentlich ganz cool mit den Kaijus? Ich müsstest du spannend, extra spannend. Hier oben. Was sagt Tai? Spannend. So. Ja, ein bisschen. Oder gehe ich first? Wie borde ich denn jetzt wo? Das ist eine gute Frage. Also Kaiju ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, die sind schon gut, ne? Aber first gehen, ich habe hier noch so ein paar Judgments, weißt du? Die noch reinballern, aber... Nee. Ich denke mal, ich gehe second. Ich lasse das so, wie es ist und hoffe einfach, dass du dich nochmal Talents hast. Oh, da kommt er direkt wieder Normal Sam. Okay, der Special. Das kennst du schon. Komm jetzt die Ash. Ein geht durch, okay. Nee, keine Ash. Ein BS. Aber bevor dein Turnscales im Friedhof gelangt, will ich dir den mal rausnehmen. Okay. Ich hätte es gechained lieber, aber okay. Gechained? Ich hab ja. Aber der verbannt sich doch als Kosten, oder? Ja, nee, klar. Aber wenn ich Thornscales ankündige, um ihn wiederzurufen, kannst du die Crow. Ah. Ja. So, ja, stimmt. Besser gewesen. Das sieht ihr nicht. Ich brauche jetzt zum Beispiel die Ausrüstungszauberkarte. Ich rufe ja Renault. Renault sucht als Target die DR. Und jetzt hättest du zum Beispiel darauf werfen können. Ja, das gut. Beispiel. Das wäre vielleicht besser gewesen. Nein, okay. Auch weh, ne? So ist nicht. Den brauche ich immer, den Cloak. Jo, was geht denn jetzt hier? Jetzt geht hier irgendeine Werbung bei mir an auf dem Laptop. Kann die Werbung bitte mal weggehen? Irgendwas für ein Black Week? Nicht wieder anzeigen. Tschüss. Black Week, ja. Barrikadenblocker. Ja. Kuibo. Das war ist doch der gebannt war, ne? Richtig, genau. Er war gebannt. Ist jetzt in der Gold. Genau. Und er keine Karte zu schießen, okay. Fogblade zu holen ist erstmal gut. Nicht verkehrt. So, wie bait ich dir in die Büro raus? Ja, ich dachte schon, du machst mal hier eine Appaloosa oder so. Nee, nicht jetzt. Ist schon krass, wie du einfach mal hier 6 Handkarten hast. Ja, wird noch mehr. Aber ja. Das Deck scheint gut zu sein. Ich finde das Deck unglaublich gut, wenn ich nur es noch gut spielen könnte. Da hat er wieder. Ich glaube, die Didi-Kur war sowas von sinnlos. Ja. Tja.
Lass ich dir den noch auf dem Feld, ist jetzt die Frage. Nomisam ist durch. Weil wenn der jetzt mit dem Friedhof geht, dann kannst du den Effekt noch aktivieren. Ja. Und was, und die Frage ist, was machst du mit drei Monstern? Kannst du da... Ach nö. Komm, der Nibiru-Bluff, der geht bis zum Ende heute. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was noch alles so passiert. Du hast wahrscheinlich noch einige Sachen auf der Hand. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich den rausnehmen soll für dich. Du settest 3, machst dann Fusion für Dragoon und kannst den Nibiru nicht negieren, weil du keine Handkarten hast. Ja, genau, richtig. Das wäre perfekt. Ja, das wäre aber komisch. Also. Wie mache ich das am besten, ey? Kannst du damit auch deine eigenen Monster zerschießen? Anscheinend. Okay. Einfach mal. Naja, machst du keinen Nachteil. Hast die dann von Stufe 3 auf 4 gemacht. Ja. Jetzt zeig mir mal, was du damit vorhast. Jetzt kommt noch die. Was willst du denn noch machen? Ein Reader. Reader. Noch bei Aziens einkaufen. Du hast sie noch bestimmt in MP 20 oder 19 oder so? 19? Ja, bestimmt. Ja, ist auch okay. Der hat, ach nee, der hat jetzt eine Falle drunter, wa? Genau, ich kann an deinem Zug eine Karte von dir offen aufs Deck legen. Krass. Wann möchte ich eine setzen? Und sagst du das? Tja, holen wir jetzt die Biro raus? Wenn nicht jetzt, dann. Naja, vielleicht warte ich noch auf nächste Runde. Okay, alles klar. Nee, ich zünden mal. Jetzt kannst du noch ein Lightning. Ah ne, du hast ja was auf dem Feld. Ach, jetzt darfst du ja weitermachen. Oh ne. Gott sei Dank hast du es ein bisschen übertrieben. Und zu früh. Ja. Wie? Ne, das war doch die letzte Möglichkeit. Du hast doch deinen Zug abgeben wollen. Also ja, klar, aber wenn ich in der Main Phase 1 abgeben möchte. Ja. Du etwas aktivierst, darf ich noch in der Mainphase weiter. Ja, klar, das ist mir dann jetzt auch gerade bewusst geworden. Genau. Aber jetzt einfach sozusagen, ne, ich heb den auf der Hand auf, fand ich jetzt auch irgendwie komisch. Nee, klar. Ob du nächste Runde nochmal 5 Monster beschwörst, weiß ich ja nicht. Oh. Ja, und so ist es. So ist dein Rusty Bandish jetzt erstmal weg. Dein Reader ist erstmal ohne Falle. Ja, mal gucken. Und der Token ist nicht so groß, ich komme da einfach drüber.
Ich muss kurz einen wiederbeleben. Ah, du spielst ein pures Phantom Head, ne? Ohne Burning Abyss oder so. Oh, ich habe auch so die rechte Maustaste gedrückt. Oh, eigentlich musste ich jetzt den neuen beschwören. Okay. Den neuen? Ja, ich habe den neuen ja auf die Hand genommen. Extra, damit ich ihn splashen darf. Und jetzt hätte ich noch Jürgen machen können. Aber naja, egal. Ja, stimmt. Ja, hättest du noch eine Anaconda rausholen können, ne? Nicht richtig. So, jetzt hast du eine Spell, kannst du eine Karte ziehen. Ja. Ist nicht der stärkste Effekt. Boah, ey, ich hätte das gerne genommen. So ein Coldball gegen dich ist bestimmt ganz gut. Ist hart, ja. Die ist echt. So, dann gucken wir mal, dass wir uns erst ein paar Optionen ranholen, ja. Das ist okay. Okay. So. Dann wollen wir mal ein Tanky zünden. Ich habe die Banished nicht mal angeguckt, weil ich habe anscheinend noch was drin. Und da würde ich sagen, einfach blind aktivieren. Nehme ich mir einen Rahmen. So, du hast jetzt eine Fogbat, die negiert und dann darf nicht angegriffen werden, ne? Ja. Ja. Und eine Unbekannte, die ich nicht kenne. Genau. Höchstwahrscheinlich, ja. Normis haben die RAM? Jo. Pack mal dann Kong drüber. Und dann würde ich sagen, das bringt noch nichts, das bringt noch nichts. Nehmen wir jetzt einfach den Trident. Wenn Timeway jetzt wieder zuguckt, er wird wahrscheinlich sagen, oh, der spielt so schlecht. Oh. Warum habe ich den gerade in Angriff beschworen? Ich dummer Junge. Okay, aber krieg mal hin. Dann aktiviere ich mal eine Barrage. Das ist auch okay. Die Barrage will ich aktivieren und das Tanky schießen. Das ist auch okay. So. Dann nehme ich die Whiptail. Die kann auch Faxen machen, glaube ich. Mal schauen. Spiel. So. Ja. Battle Phase. Dann möchte. Der Wii hat 2000 Defense, ne? Ja. Okay, dann möchte der Whiptail den Token angreifen. Das muss ich überlegen. Okay. Dann möchte der den angreifen? Den Whiptail kann ich doch erst später anhängen, wa? Hm? Ja, ich glaube, den Whiptail kann ich auch im Damage Step noch anhängen. Warte, ich muss nur gucken. Ja, ich glaube, das ging damals so. Battle Phase. Chain Azarkard. Ist das jetzt schon jetzt oder? Nee, du müsst ja Battle. Ah, vielleicht. Ist irgendwas mit Damage Step dann stehen? Ob ich glaube, das ging ja nicht. Doch, das ging noch damals. Hä? Was ist jetzt passiert?
Ach man. Ging das Monster nicht? Ist stärker. Ja. Ich glaube nicht, dass du eine Damage Step den machen kannst. Das war eigentlich mein Plan, dass du die Nebelklinge da nicht mehr machen kannst. Ja, oh. ich wollte den doch banishen, Mensch. Ah. Weil hätte ich das jetzt einfach auf den auf die Angriffsdeklaration gemacht, hättest du ja die Klinge auf den Whiptail machen können, ne? Also nicht Whiptail, sondern ja, auf die Whiptail, genau. Würde er sich nicht anhängen. Ja, hab ich ja richtig cool verbockt hier. So, ah. Ja. Da ich schüttel gerade den Kopf im Hintergrund. Da hat das irgendwie verbockt. Motor war ja was dranhängen, ne? Genau. Wieso kann ich jetzt den Zeus beschwören? Du hast ja mit einem Exismus angegriffen. Ach, ich dachte, das muss da sein. Nee. Also sag nur, du brauchst mit einem Exismus anzugreifen und dann kannst du ihn. Ach, ja, dann easy. Warum mache ich mir dann so einen Stress? Gute Frage. Er kann nicht zerstört werden, war das, ne? Na, der hat auf jeden Fall Schnelleffekt, zwei Detachen alles zerstören, außer ihn selber. Und wenn was anderes zerstört wird, kann ich stattdessen, wenn was durch einen Karteneffekt oder Kampf von dir zerstört wird, kann ich ein von Handdeck extra an den attachen. So war das. Ah, den kannst du schon zerstören. Oh, hier, guck mal. Mach mal das. Ach komm, vielleicht kriegt man noch eine Handrap. Ja, easy. Gut, ich habe den Zug komplett verdattelt, aber ja, du hast ein bisschen Schaden bekommen. Den Reader liegen gelassen ist auch okay. Mach mal. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, das hätte ich besser machen können. Aber gut, man muss ja auch irgendwie an der Fogblade vorbeispielen. Ne? So, und jetzt könnte ich doch theoretisch sagen, Zeus-Effekt, aber das machen wir nicht. Du bist in der Standby-Phase, richtig? Kommt er dann gleich wieder? Wer kommt wieder? Du machst jetzt Reader-Effekt. Oh, ich möchte deine Karte ansetzen. Ach, du willst eine ziehen? Ja komm, hier, hau mal weg. Nichts damit ziehen. Okay. Auch eine Option. Das Gute ist, die Fogblade liegt jetzt da rum. Die kannst du nicht im Friedhof so schnell bekommen, ne? Das ist richtig. Ich habe vergessen, dass er bleibt. Hm. Naja, lernt man immer wieder was dazu. So, vier Handkarten, eine verdeckte. Jetzt haben wir es übrig. Die beiden raus.
Oh Gott, jetzt kommt der BES. Ach du meine Güte. Ah, der hat es ja gesucht gehabt, ne? Genau. Wir haben keine Prio. Das heißt, ich könnte ihn jetzt noch wegbekommen. Dann hättest du auch die Fogblade im Friedhof. Andererseits, du kannst den banishen. Da darf er dann dafür nicht angreifen. Und darauf ketten wäre Blödsinn, weil dann ist mein Monster auf jeden Fall auch weg. Und dann hätte ich aber... Ah, ist das schwierig. Der zerstört nicht, ne? Der banisht nur. Ja. Was mache ich da jetzt? Du willst den jetzt rauslocken, ne? Dann hast du drei Handkarten. Und ich habe den Zeus auf dem Feld. Und auch drei Handkarten. Und wenn du noch eine Fogblade hast, weil ich es verdusselt vergessen habe, dann bin ich natürlich komplett im Arsch. Aber wenn ich es nicht mache, dann habe ich die Beverage vielleicht für ein Setup nächste Runde. Und noch ein bisschen Schutz und bin ich so alleine. Ach wo, was hast du noch so auf der Hand? Ein Brick auf jeden Fall. Das ist schon mal was. Wenn du jetzt mir den banisht, dann muss der auch erstmal an dem 3000er vorbeikommen. Aber wenn du Dragoon zündest, dann kriege ich wieder Schaden ohne Ende. Nee, komm, weißt du was? Ich denke mal, aktiviere ich den Effekt. Dann hab ich noch er hat noch eine Fogblade. Na gut, dann war es ja egal, wie ich überlegt hätte. Alter, schon. Oh, jetzt muss ich überlegen, wenn der nächste Field des Schreins kommt. Dann war es ja, glaube ich, sogar gut. Ja, dann ist die Fogblade jetzt weg und du musst trotzdem irgendwie den Effekt nutzen. Ja. Und hast dann die Fogblade live. So, oh je, das wird ja noch spannend. Ja. Oh, Brexward wird geburnt. Die Fogblade konnte einen wiederholen, ne? Ja. Dann kannst du den Brexward wiederholen. Die kann nichts am Friedhof. Der kann auch nichts in der Friedhof. Ne. Linkuribo kann theoretisch noch was am Friedhof. Der Reader kann auch nichts im Friedhof, okay. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Der BS kann nicht angreifen. Den Breaksword kriegst du vielleicht wieder aufs Feld. Genau. Und. Ich muss kurz überlegen. Das ist auf jeden Fall klar. Stimmt, den kannst du ja auch wieder heute hell. Ah ne, das Deck ist schon ziemlich gut, was du da spielst. Ja. Das hat so viele Facetten und hat so viele Ressourcen, die es immer wiederholen kann. Wahnsinn. Ja. Okay. Phantom Knight Rank Up Magic Force. Oh. Ah, Mann. Woran hängt's? Was fehlt ja?
weiß nicht, ob ich Dragoon rufen soll oder nicht. Lass es lieber, der ist zu gut. Ansonsten... Oh, da muss ich überlegen. Dragoon wäre schon nicht schlecht. Ich kann derzeit ja mal gucken, was so bei mir gebandaged wurde durch den Topf. Hab ich bis jetzt noch nicht. Okay, okay. Ja, schaut okay aus. Hast du Nibiru oder nicht? Jetzt frage ich mich das, ey. Meinst du noch einen? Ja, das kann gut sein. Tja, dann find's heraus. Fünfte Beschwörung oder nicht. Ich mach alter Boo-Style. Jetzt muss... Ich hau alles raus. Sekunde. Muss ich mal kurz überlegen, wie es richtig spielt. Aber weißt du, wie groß der Nibiru wäre? Da liegen jetzt schon 2.000-3.000 auf dem Feld. Ah, oh, bist du, das ist kein Problem für dich. Ich den rufe. Ich darf angreifen noch, ne? Klar. Ja, ja. Ist gerade bei Zug 3. Wer ist gerade ja dazugekommen im Discord? Ich beschwere mich wieder. Ey, ich beschwere mich wirklich. Was passiert hier gerade? Warum passiert nichts? Wir quatschen. Nee, Wu überlegt, rennt er in den nächsten Nibiru oder nicht? Scheiß drauf. Ja. Jetzt, Tai hat ein bisschen Druck gemacht, jetzt spielt er weiter. Tai, es tut mir übrigens leid, ich hatte gedacht, ich kann Wipte im Damage-Step noch dranhängen an Trident, aber es ging nicht. Ich hab's schon gesehen. Ich wollte die Nebelklinge halt umgehen. Ja, jetzt alles gut. Ich hab mich gerade über Wu aufgeregt. Ja, ich hatte... Ja, sorry, Mann. Wu Timmin überlegt, er für den einzigen Play, den er hat. Naja, er hatte Angst vom zweiten Nibiru. Er musste nicht in Nibiru reinspielen. Tja. Macht er mich jetzt tot? Ja. Ja. Du hast noch 3-3. Ach, er darf trotzdem Schaden machen? Was zur Hölle? Oh, krass. Ich dachte wenigstens, wenn der Dragoon seinen Burner-Effekt macht, darf der nicht angreifen oder so. Nee. Wu gewann er? Uff, ja, Wu hat gewonnen. Okay, Wu, ich hab eine Frage. Krass, warum hast du nicht nach dem BLS einfach Topflip aktiviert, Breaks von Pushbohren oder den anderen? An der Kontakt. Stopp. Warum hast du nicht nach? Nein, Tai will fragen.